Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr zu diesem äußerst spannenden Video mit dabei seid. Spannend deswegen, weil wir uns heute eine Maschine anschauen, die nichts Geringeres verspricht, als die Landschaft der Poliermaschinen radikal zu revolutionieren. Und ob das die Lake Country Power Tools UDOS 51E wirklich schafft, schauen wir uns in diesem Video an. Kleiner, aber wichtiger Einschub an dieser Stelle. MTS Schweiz ist der Generalimporteur für Meguiars hier bei uns in der Schweiz. Hat mir diese Maschine jetzt schon ein paar Monate lang ausgeliehen, damit ich sie wirklich intensiv testen konnte und damit wir jetzt hier bei Xaron FR einer der ersten Kanäle sein konnten, die euch diese radikal neue Maschine auch präsentieren konnten. Die Maschine geht dann nach diesem Testvideo auch wieder zurück zu MTS. Geld für dieses Video, für diesen Test oder für den Zugang zu unserer Community, wie das andere machen, haben wir für dieses Video nicht erhalten. Aber ich habe mich einfach entschlossen, als kleines Dankeschön an euch Jungs von MTS hier noch ein paar Meguiars Produkte hinzustellen und deswegen stehen sie jetzt in diesem Video da. Wir reden gar nicht erst lange um den heißen Brei herum und starten direkt mit dem Namen dieser Maschine, denn im Namen versteckt sich bereits dieses radikale neue Konzept. LC Power Tools oder Lake Country Power Tools hier steht für den Hersteller. Das ist also eine Subabteilung von Lake Country, die ihr ja bereits schon von sehr, sehr guten Polierpads kennt. Und UDOS steht für User Defined Orbital Stroke, währenddem 51E für 5 in 1 und E für elektrisch steht. Das heißt, und das ist jetzt eben das absolut coole und revolutionäre an dieser Maschine hier, sie verspricht, dass sie 5 Maschinen in einer einzigen vereint und ihr als Anwender könnt hier den Hub beim Polieren selber wählen. Den Hinweis darauf, dass es hier eben 5 Maschinen in einer sind, findet ihr hier an den Beschriftungen, die von R über S über P1, P2 und P3 reichen. R steht hierbei für rotativ, das heißt, die Maschine hat einen reinen Rotationsmodus. S steht für Sanding oder ich glaube, man könnte auch sagen Short Stroke, denn hier habt ihr dann einen Exzenter-Modus mit 8 mm Hub. P1 steht für einen Exzenter-Hub von 12 mm, P2 für einen Exzenter-Hub von 15 mm und in P3 habt ihr dann einen Hub von 21 mm, mit dem ihr diese Maschine hier betreiben könnt. Um jetzt zu verstehen, was diese neue Maschine hier so besonders macht, müssen wir uns einmal kurz anschauen, welche Poliermaschinen mit welchen Antriebskonzepten es denn bisher gab. Und das älteste Antriebskonzept, damit hat sozusagen alles gestartet, ist eine Rotationspoliermaschine, die sich einfach nur im Kreis dreht. Ja, ihr seht, sobald ich hier den Trigger drücke, wird eine Bewegung ausgelöst und die dreht sich einfach nur in einer Richtung im Kreis. Das hat den Vorteil, dass man hier relativ viel Power hat. Diese Power kriegt man auch sehr gut auf den Lack drauf. Aber es ist relativ schwierig hier, wenn man im Cut-Bereich arbeitet, relativ viele Lackdefekte entfernen möchte, dann hat man aufgrund dieser Bewegung hier dann immer auch das Risiko von Hologrammen. Und weil diese Maschine eben nie stehen bleibt und weil sich diese Drehbewegung hier eigentlich immer fortsetzt, ist das für Einsteiger ein bisschen schwierig zu handhaben, weil man hier einfach ein inhärent größeres Risiko hat, an dünnen Stellen, zum Beispiel an Karosseriekanten, schneller mal durchzupolieren. Deswegen, gerade für Einsteiger, wurde irgendwann das Konzept der Exzenter-Poliermaschine erfunden und hier dreht sich der Teller dann eben frei. Ihr seht schon, den kann ich hier bewegen und der dreht sich mehr oder weniger frei. Das variiert je nach Maschine. Das, was die Maschine hier antreibt, ist dann eben nicht mehr die Drehbewegung wie bei einer Rotationspoliermaschine, sondern es ist eine orbitale Bewegung. Wo ihr hier schon seht, das schlägt viel mehr aus. Also das, was die Maschine macht, ist diese Bewegung hier. Und durch die Fliehkräfte wird dann eben diese Bewegung auch ausgelöst. Das wiederum hat den Vorteil, dass wenn man zu stark aufdrückt oder mal an Karosseriekanten ranpoliert, dass diese Bewegung hier dann mehr oder weniger schnell gestoppt wird. Man hat dadurch ein viel geringeres Risiko, dass man durchpoliert. Aber genau aus diesem Grund bringt man auch tendenziell ein bisschen weniger Power auf den Lack drauf. Das heißt, man erreicht hier ceteris paribus ein bisschen weniger Cut. Aus diesem Grund dann wieder, weil man gesagt hat, man erkennt hier die Vorteile von einer Exzenter-Poliermaschine, gerade
gerade für Einsteiger, gerade aus Sicht der Sicherheit und auch vom Arbeiten her, weil solche Exzenterpoliermaschinen nicht ganz so auf dem Lack herumreißen, wie es eine Rotationspoliermaschine machen kann, hat dann Rupes, der italienische Hersteller, hier die großhubigen Exzenterpoliermaschinen auf den Markt gebracht, was sie eben hier als Bigfoot bezeichnen oder im Englischen auch Large Throw Machines. Das heißt, der Hub oder das Maß, mit dem diese Scheiben hier ausschlagen, ist eben nicht mehr nur 3, 5 oder 8 mm. Das heißt, wir sprechen hier im Fall von der LHR 15 von 15 mm Hub und im Fall von der LHR 21 sprechen wir von 21 mm Hub. Und durch diesen großen Hub können diese Maschinen sehr viel Cut erzeugen. Wenn man das mit entsprechenden Wollpads, Hybrid-Wollpads oder Mikrofaserpads kombiniert, erreicht man heute eigentlich fast gleich viel Cut wie mit einer reinen Rotationspoliermaschine. Dann kamen einige Hersteller, ich glaube fast, Flex waren hier die ersten. Ich habe jetzt hier ein Beispiel von Rupes mit der Mille mit Poliermaschinen auf dem Markt, die diese zwei Konzepte kombinieren sollten. Das heißt, man hat hier immer noch eine Exzenterbewegung, die ausschlägt, aber ihr hört es schon, der Teller ist nicht mehr frei drehbar, sondern das hier wird forciert. Deswegen spricht man hier von Zwangsexzentermaschinen, weil eben die Exzenterbewegung erzwungen wird oder im Englischen auch Forced Rotational Machines, das heißt, die Exzenterbewegung wird hier eben erzwungen. Wie gesagt, dieses Maschinenkonzept sollte die Vorteile von diesen beiden hier kombinieren. Sie kamen aber dann mit ihren eigenen Nachteilen daher. Sie sind vergleichsweise schwer. Auch die können auf dem Lack ganz schön herumrupfen, sodass man hier zwar ja die Vorteile von diesen beiden Maschinen in einer hat, man hat aber auch sozusagen die Nachteile von beiden Maschinen ebenfalls hier kombiniert. Was ich hier jetzt nicht aufgestellt habe, wäre eine kleinhubige Exzentermaschine. Denn wenn man schleifen möchte, dann braucht man und vor allem dann will man auch keine großhubigen Exzenterpoliermaschinen, weil die einfach zu viel Abtrag erzeugen würden und weil die zu vielen Lackdefekten tendieren würden. Denn man hat hier bei den großhubigen Exzenterpoliermaschinen gerade im Cut-Bereich immer auch ein bisschen das Risiko, dass man sich einen Grauschleier oder einen Haze oder Micro-Marring erzeugt. Das sind also, man könnte fast sagen, die Hologramme der Exzenterpoliermaschine. Das heißt, auch da wieder hat man Lackdefekte, die man in einem Finishgang absolut problemlos wegkriegt, aber man hat diese Probleme dann eben trotzdem. Und deswegen will man gerade beim Schleifen eher einen geringen Exzenterhub von 3, 5 oder zum Beispiel 8 mm. Und all das kombiniert jetzt eben diese neue Maschine in sich. Wir haben hier einen Rotationsmodus, wir haben hier einen kleinhubigen Modus fürs Schleifen und dann haben wir mit 12, 15 und 21 mm auch drei verschiedene Hübe, je nachdem, ob wir viel Cut oder ob wir eher ein schönes Finish erzeugen wollen. Jetzt schauen wir uns natürlich noch an, wie das Ganze hier funktioniert. Und das ist einer der Aspekte, die mich unglaublich fasziniert haben an dieser Maschine, weil es wäre definitiv möglich gewesen, das hier zu einem unglaublich komplizierten Teil zu machen. Aber was Lake Country hier gemacht hat, ist Folgendes. Ich habe hier unten einen weißen Strich. Den bringe ich mit dem weißen Strich, der hier drauf ist, in Einklang. Dann kann ich diese schwarze Scheibe hier nach unten drücken. Ihr seht schon, wenn ich der verschoben ist, dann geht es nicht mehr. Also jetzt ist er vereint, jetzt kann ich ihn nach unten drücken. Und alles, was ich jetzt noch zu tun brauche, ist, ich muss diesen weißen Strich hier oben mit dem weißen Strich von dem Modus in Einklang bringen, den ich verwenden möchte. Das hier ist der Rotationsmodus, Sanding-Modus, 12 mm Hub, 15 mm oder 21 mm Hub. Jetzt zeige ich euch natürlich noch, dass das alles hier auch tatsächlich funktioniert. Ich bringe die Maschine mal schnell in den Rotationsmodus. Wo haben wir ihn? Und dann schauen wir uns das an. Ja, funktioniert. Dann bringen wir sie in den Sanding-Modus, Schleifmodus. Ja, da seht ihr jetzt schon, da kann sie sich jetzt frei bewegen und da haben wir einen 8 mm Hub, dann 12 mm Exzenter Hub. Ja, dann haben wir es, ja, 15 mm. Jetzt schlägt sie da schon mehr, also man merkt es jetzt schon, dass da deutlich mehr Hub auch drin ist und dann noch 21 mm Hub. Ihr seht, funktioniert. Was ich hier kritisch anmerken muss, ist, dass dieser Mechanismus hier mit dem Runterziehen und Rüberdrehen nicht immer hundertprozentig funktioniert. Wir sind jetzt im Rotationsmodus.
Jetzt gehe ich mal schnell ja, so, rüber. Jetzt gehen wir mal in den P1, 12 mm Hub. Und jetzt möchte ich wieder zurück in den Rotationsmodus. Jetzt bringe ich das da wieder in Einklang. Ja, Moment. So. Ja, ihr seht schon, man muss hier wirklich, wirklich genau sein, sonst geht es nicht. Na, wir mal darüber. Ja, jetzt geht's. So, und jetzt will ich hier rüber in den Rotationsmodus und das geht nicht. Lustigerweise. Erst wenn ich hier einmal kurz den Teller drehe, dann kann ich rüber. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist mir hier definitiv aufgefallen. Das ist jetzt nichts, was dieser Maschine das Genick bricht, aber wirklich hundertprozentig, sodass er in jeder Situation hier funktioniert, ist das noch nicht. Aber ich verstehe auch absolut, dass das hier bombenfest sitzen muss und sicher sein muss, weil das hier ja doch relativ viel Kraft ist, die wirkt. Aber das wollte ich fairerweise auch noch dazu sagen. Ich wollte euch jetzt auch noch schnell zeigen, wie dieser Mechanismus hier innen drin funktioniert, weil ich finde das schon relativ spannend und auch genial. Lustigerweise, der gleiche Schlüssel, den auch Rupes verwendet und der bei den Rupes-Maschinen hier in der Seite irgendwo drin steckt, der passt hier auch rein. Deswegen werde ich jetzt hier mal den Stützteller lösen. Ja, geklappt. Und dann schauen wir uns mal an, wie das hier drinnen aussieht und funktioniert vor allem. So, dann seht ihr jetzt hier, im Moment ist sie im Rotationsmodus, das heißt, diese Schraube hier ist wirklich hier komplett in der Mitte. Jetzt gehen wir mal rüber in den Sanding Mode. Jetzt seht ihr, was da passiert. Das Teil hier wandert nach unten und ist jetzt hier in der Mitte drin. Wenn ich jetzt hier weitergehe, jetzt wandert sie immer weiter nach unten. Jetzt sind wir bei 12 mm, vorher waren wir bei 8, Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. 15, 21. Und ihr seht auch, alles das hier drin verschiebt sich. Weil, wenn wir jetzt hier bei 21 mm Hub sind, haben wir das ganze Ding hier, was als Gegengewicht fungiert, damit das Ganze auch noch ausbalanciert ist. Und auf diese Weise funktioniert diese geniale Maschine hier. Jetzt schauen wir uns gemeinsam noch die technischen Daten von dieser Maschine ein bisschen genauer an. Sie verfügt über 230 Volt Betriebsspannung. Das ist also für alle Märkte so ausgelegt, in denen wir diese Betriebsspannung auch brauchen. In den USA ist es ein bisschen was anderes. Und sie verfügt über eine Eingangsleistung von 1200 Watt. Der Stützteller ist für 125 mm Pads ausgelegt. Lake Country sagt, maximal kann man hier 180 mm messende Pads drauf machen. Aber, und das wird dann später gerade im Fazit noch wichtig sein, aktuell gibt es keine austauschbaren Stützteller und Lake Country sagt auch ganz klar, weil dieser Stützteller hier sehr speziell ist, darauf gehe ich dann gleich ein, sollte man hier und kann man hier keine x-beliebigen anderen Stützteller montieren. Das heißt, aktuell ganz klar auf 125 mm oder größere Pads ausgelegt. Ihr habt hier eine stufenlose Geschwindigkeitsverstellung, die reicht von Stufe 1 bis Stufe 5. Im Rotationsmodus bedeutet das, dass ihr hier eine Drehzahlspanne von 1200 bis 2400 Umdrehungen habt. Der Gaswellhebel oder Trigger hier unten ist auch variabel. Das heißt, wenn ihr den nur wenig drückt, seht ihr schon, kommt wenig Leistung. Wenn ihr voll durchdrückt, ja, das ist ein Feature, das hat Rupes zum Beispiel auch in ihren Maschinen drin. Ich finde das sehr angenehm, weil man kann hier zum Beispiel die Maschine bereits beim Verteilen der Politur auf Stufe 5 eingestellt lassen, drückt halt hier nur ganz wenig mit dem Trigger und kann so die Politur trotzdem schön verteilen, ohne dass man hier hinten nochmal nachjustieren muss. Und das ist definitiv ein schönes Feature. Auch sehr schön ist, dass der Griff hier, ihr seht, da sind vier Schrauben, der ist austauschbar. Standardmäßig kommt die Maschine mit einem Medium-Handle daher. Es gibt aber hier noch einen Small und einen Large, so dass ihr das hier austauschen könnt. Das Stromkabel hier ist, keine Angst, ich bin gleich fertig, denn es ist nur 3 Meter lang. Der Stützteller selber bietet ebenfalls eine sehr, sehr spannende Innovation und das sind hier die sogenannten Nackerducts. Die sieht man zum Beispiel auch bei einigen Automobilen, vor allem Rennwagen, vor allem sehr hochpreisigen, sehr schnellen Supersportwagen. Hier steht auch Udos Aero. Das, was diese Nackerducts hier machen sollen, ist Kühlung bringen, weil
Der Stützteller hat hier nicht nur Löcher, wie es viele andere auch haben. Diese Löcher bringen aber nicht ganz so viel. Wenn die Maschine zum Beispiel die Hitze nicht abtransportieren kann, die vom Getriebe kommt oder die beim Polieren entsteht. Und diese Neckerducts sorgen eben für einen Luftstrom. Und so, und das kann ich definitiv bestätigen, schafft es diese Maschine, dass die Pads nicht zu heiß werden. Und das hat mehrere Vorteile. Sie halten länger, sie verschleißen in einem geringeren Maß und ihr habt auch ein bisschen ein geringeres Risiko von Haze. Jetzt sagt ihr euch bestimmt, das klingt ja alles absolut fantastisch, aber was kostet mich dieses Wunderwerk von Technik? Und hier wird es jetzt ein bisschen unschön, denn und mir ist nichts eingefallen, wie ich das irgendwie schönreden kann. Die Lake Country Power Tools UDOS 51E kostet sage und schreibe 800 Euro im UVP. Das einzig Positive ausnahmsweise mal für uns Schweizer ist, sie kostet hier bei uns 835 Franken, was sehr, sehr nahe am deutschen Preis ist. Aber das ändert nichts, dass das hier unglaublich viel Geld für eine Poliermaschine ist. Und jetzt gehen wir so langsam auch über in meine konkreten Erfahrungen beim Polieren mit dieser Maschine und dann auch ins Fazit. Eine Sache, die mir extrem aufgefallen ist, als ich die UDOS 51E hier für euch getestet habe, ist, dass sie, egal in welchem Exzentermodus, definitiv nicht so laufruhig funktioniert, wie es eine hochwertige, dedizierte Exzenterpoliermaschine wie jetzt zum Beispiel die Rupes LHR 15 Mark III tut. Dafür habe ich jetzt hier das folgende Experiment vorbereitet. Kleiner Hinweis, ich habe jetzt hier wieder den Standardstützteller von der Rupes montiert. Da ist also nicht mehr der Kamikaze-Stützteller drauf, den ich normalerweise verwende, damit wir hier auch fair bleiben. Ich habe hier zwei absolut identische ADBL-Finish-Pads. Ich habe die Menzerna 2500. Und dann werde ich jetzt hier beide Maschinen auf derselben Stelle einmal anwerfen. Zuerst die Politur in einer niedrigen und in der niedrigsten Stufe verteilen. Ich werde zwischendurch auch mal auf die Stufen 2, 3, 4, 5 und so weiter hochschalten. Und dann möchte ich, dass ihr beobachtet und selbst feststellt, ob und welche Maschinen hier auf dem Lack eher hüpfen und stark vibrieren und wann sie beginnen, hier auf dem Lack wirklich sanft zu laufen. Wie ihr seht, habe ich auf beiden Pads exakt gleich viel Politur verteilt und noch zusätzlicher Hinweis, die Maschine hier verfügt über 15 mm Hub. Also werden wir die Lake Country Maschine hier in P2 verwenden, also ebenfalls mit dem 15 mm Hub Setting. Gut, ich habe die Kamera jetzt mal hier auf der Seite positioniert, damit ihr das hier besser beobachten könnt. Ich werde zuerst mit der Rupes hier anfangen und ihr beobachtet einfach, wie laufruhig die Maschine sich hier über den Lack führen lässt. Und danach werde ich dann direkt mit der Lake Country Maschine hier auf der gleichen Fläche arbeiten. Ich habe hier schon vorgearbeitet, das heißt, hier ist Politur drauf. Das heißt, es ist für beide Maschinen exakt die gleiche Situation. Und dann würde ich sagen, beobachtet ihr das hier einfach mal ein bisschen von der Seite. Ich glaube und ich hoffe, ihr habt es gesehen, dass die Lake Country Maschine definitiv unruhiger und mit mehr Vibrationen läuft, als es die Rupes tut. Und die Lake Country Maschine hat erst zwischen Stufe 3 und 4 angefangen, hier wirklich ruhig auf dem Lack zu laufen. Aber genau das möchte ich euch jetzt hier nochmal aus der frontalen oder aus dieser Perspektive zeigen. Ich glaube, dann seht ihr es noch ein bisschen besser.
Ich glaube und ich hoffe, ihr habt es jetzt noch mal deutlicher gesehen, dass hier die Leg-Country-Maschine wirklich Stufe 3, eher sogar Stufe 4 braucht, um schön vibrationsarm zu laufen. Die Rupes schafft das aus irgendeinem Grund. Wie gesagt, gleiche Pads, gleiche Politur in der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe bereits. Und für alle diejenigen, die es mir jetzt immer noch nicht glauben, dass das hier eine unglaublich vibrationsarme Maschine ist und die Leg-Country hier nicht mal annähernd hinkommt, habe ich jetzt noch ein kleines Experiment mit einem Wasserbecher vorbereitet. Den werde ich jetzt gleich auf die Maschinen stellen, wenn sie laufen. Und dann könnt ihr nochmal von der Seite aus beobachten, wie sich dieser Wasserbecher hier bewegt. Gut, also ich glaube, viel klarer kann ich euch dieses Bild nicht machen, dass die Lake Country Udos 51E, sie funktioniert im Exzenterbetrieb definitiv, aber sie ist nicht mal annähernd so laufruhig, wie es jetzt eine Rupes oder eine Flex ist. Eine weitere Beobachtung, die ich euch hier zeigen wollte, ihr seht, ich habe wieder das ADBL Finish Pad mit der Menzerna 2500 hier für die Udos vorbereitet, ist folgendes. Weil die Maschine relativ schwer ist, neigt sie dazu, vor allem in den niedrigen Exzenterstufen, also vom Hub her, gehen jetzt mal hier auf P1 für die 12 mm, bei niedrigen Geschwindigkeiten bereits so viel Druck auszuüben, wie gesagt, aufgrund ihres eigenen Gewichts, dass der Stützteller hier stehen bleibt, beziehungsweise die rotative Bewegung vom Stützteller stehen bleibt. Es ist jetzt ein bisschen der Maschine zum Verhängnis geworden, beziehungsweise sie ist da selbst schuld, dass sie hier wunderschöne Markierungen hat, durch die man die Exzenterbewegung eben beobachten kann und man sieht eben auch dadurch wunderbar, wann der Stützteller stehen bleibt und wann nicht. Das ist ein positives Feature vom Stützteller, aber wie gesagt, weil die Maschine relativ schwer ist, tendiert sie dazu, hier stehen zu bleiben und das zeige ich euch jetzt.
Ich glaube, ihr habt wunderbar an diesen Linien und dann ihren Bewegungen gesehen, wann der Stützteller hier angefangen hat zu stoppen und wann nicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier null Druck ausgeübt. Ich habe die Maschine hier hinten einfach nur gehalten. Das ist ihr eigenes hohes Gewicht, das dazu führt, dass das passiert. Ganz besonders bei vergleichsweise hohen und vergleichsweise weichen Pads. Ich werde euch jetzt an dieser Stelle nicht mit Bildern langweilen, wie ich diese Maschine hier im Rotationsmodus, im Exzenterbetrieb und so weiter anwende und euch zeige, wie viel Cut oder nicht Cut sie erzeugt. Weil erstens, glaube ich, wissen die meisten von euch, wie eine Rotationspoliermaschine bzw. wie dann eine Exzenter funktioniert. Zweitens wissen, glaube ich, auch die meisten von euch, dass die Frage, wie viel Cut so etwas erzeugt, nie nur durch eine Variable zu erklären ist, also in diesem Fall die Maschine, sondern immer auch auf die gewählten Pads, auf die Politur, auf die Arbeitsweise, auf Druck, auf Geschwindigkeit und so weiter ankommt. Deswegen wäre das relativ nichts aussagend. Ich blende euch einfach ein paar Bilder ein von meinen Tests, von meinen Versuchen mit dieser Maschine, als ich sie angewendet habe und werde euch jetzt einfach mündlich noch ein bisschen zusammenfassen, was mir hier aufgefallen ist. Was man definitiv bereits beim allerersten Mal, indem man diese Maschine verwendet, feststellen kann, ist, dass LeCanTre hier absolut recht hat, dass durch den speziellen Aufbau von diesem Stützteller, der hier drauf ist, die Pads wirklich kühler arbeiten und auch kühler bleiben. Und das sehe ich als einen der größten Pluspunkte und Vorteile von dieser Maschine, dass das hier wirklich wahr ist, dass ihr hier eure Pads kühler fahrt, dass sie dadurch einen viel geringeren Verschleiß haben und dass sie wahrscheinlich auch aus diesem Grund länger halten werden. Dann ist es halt wirklich faszinierend, wie es LeCanTre hier geschafft hat, in eine vergleichsweise kleine Maschine, weil es gibt definitiv größere und längere, diese 5 verschiedenen Modi einzubauen. Weil jeder einzelne von diesen Modi funktioniert gut bis sogar sehr gut. Gerade der Rotationsmodus ist wirklich hervorragend, aber auch die verschiedenen Exzenterbetriebe funktionieren. Und in dieser Hinsicht kann man und muss man diese Maschine hier fast so ein bisschen wie eine große Flex PXE betrachten, weil man eben diese verschiedenen Modi hat und hier dann je nach Anwendungsbereich wirklich arbeiten kann. Man kann also in einem ersten Schritt, wenn man eine stark zerkratzte Haube hat, wirklich mit dem Rotationsbetrieb und einer ordentlichen Cut-Politur, einem Wollpad und einem Mikrofaserpad mit ordentlich Kraft dahinter gehen, kann die Defekte entfernen. Und dann kann man zum Beispiel in einem zweiten Finishgang mit dem 8 oder dem 12 mm Hub im Exzenter-Modus nochmal hinterher die Hologramme entfernen und kann ein wirklich schönes Finish erzeugen. Also aus dieser Hinsicht und bezüglich der verschiedenen Modi muss ich wirklich sagen, ja, LeCanTre verspricht hier nicht zu viel, das kann die Maschine definitiv. Auch muss und möchte ich dazu sagen, dass die Maschine insgesamt einen sehr, sehr wertigen Eindruck macht. Alle Plastikteile, die hier da sind, wirken sehr hochwertig, sehr fest. Die Gummiteile, die hier drauf sind, genauso. Der Griff wackelt nicht, da vorne wackelt nichts. Ich habe euch ja schon gezeigt, dass dieser Verstellmechanismus da vorne sehr, sehr massiv ist. Also vom Qualitätseindruck muss man hier wirklich sagen, kriegt man etwas, das aus meiner Sicht mit Flex und Rupes definitiv mithalten kann. Ein weiteres cooles Feature, das die UDOS 51E hier von teureren Maschinen übernommen hat, ist, dass hier 2 gummierte Auflageflächen sind, durch die man sie auch zwischendurch mal hier auf dem Lack auflegen kann, ohne dass was passiert. Ihr seht das, die Rupes hat das hier. Aber beispielsweise auch die Maschine vom Maxshine, die euch Sebastian gezeigt hat, verfügt über dieses Feature. Nein, ich würde es euch trotzdem nicht empfehlen, Maschinen auf dem Lack abzulegen. Aber wie gesagt, durch das, dass ihr hier gummierte Auflageflächen habt, kann man das notfalls mal machen, ohne dass man sich gleich Kratzer reinzieht. Was ich euch vorher schon gesagt habe, ist, dass ich finde, dass trotz der komplizierten Technik, die da drin steckt, und ich bin mir absolut sicher, dass das nicht einfach war, so eine Maschine hier umzusetzen, ich finde, dass sie sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Die Verstellung hier vorne funktioniert gut, es ist einfach zu verstehen. Ich würde fast sogar schon sagen, dass es idiotensicher ist und auch das ist ein riesen Pluspunkt, denn es ist gerade für einen Hersteller von so hochtechnologisierten Maschinen nicht immer einfach, diese Geräte dann auch anwenderfreundlich zu gestalten. Auch finde ich, und das ist eigentlich ein Feature, das ich vor allem von den Rupes-Maschinen sehr gut kenne, ist, dass die Maschine sehr, sehr schön ausbalanciert ist und in Verbindung mit dem Gewicht, das sie mitbringt, kann man hier wirklich dann das Pad und den Stützheller wunderbar auf den Lack auflegen, die Maschine mit ihrem eigenen Gewicht führen und man muss hier eigentlich fast schon nur da hinten greifen und kann sie wunderbar über den Lack führen. Das heißt, die Balance, die hier drin ist, ist wirklich ausgeklügelt und da merkt man auch, dass hier Leute am Werk waren in der Entwicklung, die wirklich was vom Polieren verstehen. Dann kommen wir jetzt noch zu den negativen Punkten oder den Nachteilen. Erstens, und das ist einer meiner größten Kritikpunkte, dass Kabel mit 3 Meter Länge, das ist aus meiner Sicht schlichtweg zu kurz.
Man kann jetzt sagen, ein Dino-Kraftpaket zum Beispiel kommt auch nur mit so einem kurzen Kabel daher. Man kann auch hingehen und sagen, eine Flex PE14-2 zum Beispiel hat auch nur ein 4 Meter Kabel, das ist alles richtig, aber ich zahle für diese Maschine verdammt nochmal 800 Euro und dann erwarte ich hier einfach, dass ein längeres Kabel als 3 Meter Länge dabei ist. Nein, das bricht dieser Maschine nicht das Genick, denn es ist jetzt bei Gott wirklich kein Problem, dass man sich ein Verlängerungskabel holt und das da dran macht. Aber wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel bei Rupes mittlerweile bei den meisten Maschinen ein 9 Meter Kabel dabei ist, und wenn ich daran denke, wie angenehm das ist, mit dieser Maschine zu arbeiten, ich brauche sie hier bei uns in der Halle nur irgendwo einzustecken und kann ums ganze Auto rumlaufen, dann ist das definitiv einer meiner größten Kritikpunkte. Für so eine teure Maschine muss ein längeres Kabel dabei sein als die 3 Meter, mit der sie da geliefert wird. Ich glaube, für die meisten von euch der viel wichtigere Punkt wird aber das Gewicht sein. Diese Maschine ist unfassbar schwer und wiegt über 3 Kilo. Solange man auf Horizontalflächen arbeitet, Dach, Motorhaube oder Heckklappe zum Beispiel, habe ich ja vorher schon gesagt, dann kann man sie hier einfach auflegen und dann ist es sogar noch relativ angenehm, weil dann kann man sie wirklich hier mit ihrem eigenen Gewicht herumführen. Aber da beginnt bereits das Problem. In den Modi mit geringerem Hub, 8 und 12 mm und in den geringeren Geschwindigkeitsstufen, wenn man also so eine Politur wie jetzt zum Beispiel die Sonax X0406 wirklich lange und schön und langsam ausfahren möchte, dann tendiert die Maschine da bereits aufgrund ihres eigenen hohen Gewichts teilweise dazu, dass der Stützteller bzw. die Rotation vom Stützteller stehen bleibt. Und sobald man dann auf den vertikalen Flächen arbeitet, Seitenteile, Türen und so weiter, da ist das hier wirklich ermüdend. Ich persönlich bin da wirklich gespannt, wie gerade die professionellen Aufbereiter unter euch das sehen, wenn ihr mal die Chance habt, mit der Maschine zu arbeiten, wenn ihr sie euch vielleicht sogar holt und uns dann berichtet, was ihr davon haltet, weil ich glaube, gerade im Vergleich zu einer leichten Rupes oder Flex, einer Excenter-Maschine oder auch zu einer Rota, wird man das hier, wenn man den ganzen Tag mit dieser Maschine arbeitet, am Abend dann definitiv merken, dass das hier doch in die Arme geht. Ganz besonders, wenn man keine Hebebühne hat und dann irgendwie hier unten arbeiten muss und das Gewicht der Maschine die ganze Zeit tragen muss. Ich persönlich weiß nicht, ob sich Lake Country damit einen Gefallen getan hat. Ich verstehe aber auch, dass das wahrscheinlich aufgrund dieser Technik, die hier drin steckt und aufgrund des wertigen Eindrucks gar nicht anders möglich war. Dann, aber das ist jetzt mehr so eine persönliche Geschichte. Ich finde, wenn ich mir das hier anschaue, dann erinnert es mich rein optisch zum Teil eher an Spielzeug mit dieser grauen, schwarzen und blauen Farbe. Das ändert nichts daran, dass der Qualitätseindruck sehr, sehr hochwertig ist, aber einfach optisch muss ich sagen, spricht mich diese Maschine jetzt persönlich nicht so sehr an, wie es eine schöne, schlichte, schwarze Rupe mit diesen weißen Akzenten oder eine schöne, rote Flex mit schwarzen Akzenten tut. Aber das ist jetzt wirklich nur eine absolute Randbemerkung, die eigentlich auch ziemlich irrelevant ist. Dann, was man auch als Nachteil anmerken könnte, ist, dass es diese Maschine hier, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht als Akku gibt. Vielleicht kommt das ja noch in Zukunft, ich weiß es nicht. Könnte aber sein, dass da Lake Country bereits daran arbeitet. Aber man kann sich hier in der heutigen Zeit, wo zum Beispiel Flex sehr viele von ihren Maschinen bereits akkubetrieben anbietet und gerade wenn ich mir den Erfolg von der Flex PXE anschaue, fragen, ob es hier aus Sicht von Lake Country nicht klüger gewesen wäre, wenn man direkt mit einer Akkumaschine auf den Markt kommt. Aber dann wäre das mit dem Gewicht der Maschine wahrscheinlich noch schwieriger geworden, wenn da hinten noch ein schwerer Akku dranhängt, dass man dann am Ende eine 4 oder sogar 5 Kilo Maschine in der Hand hat. Deswegen wird das hier spannend zu beobachten sein, ob Lake Country hier dann in Zukunft vielleicht noch mit einer akkubetriebenen Variante auf den Markt kommt. Wenn wir uns den reinen Rotationsbetrieb anschauen, dann muss man hier auch dazu sagen, dass spezialisierte Rotationspoliermaschinen, wie jetzt hier die Rupes LHR19E oder die Flex PE14-2 zum Beispiel anschauen, dass der Drehzahlbereich da bei diesen spezialisierten Maschinen bei sehr viel geringeren Drehzahlen bereits anfängt. Bei der Rupes sind es 450, bei der Flex, glaube ich, sind es 380 Umdrehungen und die gehen dann auch nicht bis zu den 2400 Umdrehungen, die diese Maschine im Rotationsbetrieb schafft. Weil ich persönlich glaube, das braucht man, wenn man rotativ arbeitet, gar nicht. Da arbeitet man ja zum Teil auch wirklich eher mit geringen Drehzahlen. Das heißt, die absoluten Hardcore-Rota-Fans unter euch werden daran auch nicht wirklich eine Freude haben, weil da der Drehzahlbereich, glaube ich, ein bisschen falsch gewählt wurde und man den eher ein bisschen hätte nach unten verschieben müssen. Aber das zeigt halt wahrscheinlich einmal mehr die Limitationen von so einem 5-in-1-Konzept auf. Denn wenn man
im Rotationsbetrieb eine geringere Drehzahl gehabt hätte, dann wird wahrscheinlich am Ende die Power und würden die Umdrehungen in den Exzenter-Modi gar nicht so wirklich funktionieren. Im Exzenter-Modus auf der anderen Seite muss ich euch sagen, dass diese Maschine nicht mal annähernd an die Laufruhe rankommt, die zum Beispiel eine Rupes LHR 15 hat, mit oder ohne den speziellen Stützteller, den ich hier drauf habe. Das gleiche wird jetzt auch für eine Flex gelten. Von der Laufruhe her ist diese Maschine maximal mit guten Mittelfeldmaschinen von jetzt zum Beispiel Liquid Elements, von ADBL, von Maxshine oder von Kraus vergleichbar. Das heißt, so eine leichte Vibration spürt man durch die ganze Maschine und in seine Hand durch. Die läuft auch auf dem Lack ein bisschen unruhig. Und was für mich persönlich eine sehr spannende Beobachtung war, ist, dass die Maschine mit entweder vergleichsweise dünnen Pads oder mit vergleichsweise stauchharten Pads sehr viel besser und sehr viel ruhiger läuft als mit relativ hohen und relativ weichen Pads. Das heißt jetzt hier zum Beispiel das ADBL Finish Pad, da wackelt die Maschine ordentlich hin und her, während sie mit den vergleichsweise stauchharten Cochini Pads oder sehr dünnen Lake Country Force Pads sehr, sehr viel ruhiger und vibrationsärmer lief. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch schon bei der Rupes Miller, also den zwangsangetriebenen Exzenter-Poliermaschinen, auch schon bemerkt habe, dass auch die mit dünnen, mit relativ stauchharten Pads besser zurechtkommt. Und ich glaube exakt, das ist auch der Grund, weshalb Lake Country extra für diese Maschine drei neue Pads entwickelt hat. Und wenn man sich die anschaut und die Beschreibungen liest und die Videos anschaut, dann sieht man schon, dass die von der Stauchhärte her eher auf der harten Seite sind, beziehungsweise durch einen speziellen Aufbau auch nicht ganz so schnell wanken, wie es jetzt hier so ein absolut weiches ADBL Finish Pad tut. Aber auch da wieder muss man sagen, eine reine Rotationspoliermaschine oder eine reine Exzenter kommen mit verschiedenen Arten von Pads definitiv besser zurecht, als es jetzt diese Maschine tut. Und wenn wir jetzt schon von den Pads sprechen, dann kommen wir jetzt neben der Kabellänge, neben der Laufruhe, neben dem leicht verschobenen Drehzahlbereich im Rotationsbetrieb und vor allem auch neben dem hohen Gewicht zum aus meiner Sicht absolut entscheidenden Nachteil von dieser Maschine. Aktuell ist sie halt aufgrund von ihrem Stützteller wirklich nur auf 125 mm Pads ausgelegt. Das heißt, aktuell könnt ihr hier keinen kleineren Stützteller montieren und könnt damit auch keine 75 mm Pads mit dieser Maschine hier betreiben. Und so sehr ich die Innovationskraft von Lake Country hier wertschätze, die sie an den Tag gelegt haben, um diese Maschine zu entwickeln, so sehr fürchte ich, dass im Moment zumindest das die absolute Achillesferse von dieser Maschine sein wird. Denn wenn man es ganz, ganz streng betrachtet, dann kann die Maschine, wie gesagt, aus meiner Sicht eine reine Rotationspoliermaschine gerade unter den Fans von diesen Maschinen nicht ersetzen, aufgrund des leicht verschobenen Drehzahlbereichs. Sie kann aufgrund der fehlenden Laufruhe und aufgrund des hohen Gewichts aber auch eine reine, gute, hochwertige Exzenter-Poliermaschine von jetzt zum Beispiel Rupes oder Flex auch nicht komplett ersetzen. Und jetzt aber der wichtigste Punkt, selbst wenn man sagt, man nimmt diese Nachteile in Kauf und holt sich diese Maschine anstatt einer separaten Rotor- und Exzenter-Poliermaschine, eine kleine 75 mm Poliermaschine kann man aktuell einfach schlichtweg nicht mit dieser Maschine ersetzen. Das heißt, man muss sich dann für 800 Euro diese Maschine holen, hat dann eigentlich nur den Vorteil, dass man eine Rotor und eine Exzenter in einem hat und muss sich dann trotzdem noch eine kleinere dazu holen. Und ich glaube, die im Moment spannendste Kombination wäre eigentlich diese Maschine mit der Flex PXE, weil dann hat man einen unglaublich großen Bereich abgedeckt, kann sehr, sehr, sehr variabel arbeiten. Und wenn ich dann jetzt hier anfange, nachzurechnen und mir überlege, dass ich für sehr viel weniger Geld mir eine reine Rotor, eine reine Exzenter-Poliermaschine, eine gute, eine vernünftige 75 mm und vielleicht sogar noch eine Mini-Poliermaschine holen könnte und wäre dann immer noch unter dem Preis von der hier, dann glaube ich, beginnt ihr zu verstehen, wieso es für diese Maschine hier verdammt schwer sein wird. Ich bleibe dabei. Grundsätzlich ist das hier eine absolut fantastische und geniale Idee, die Lake Country umgesetzt hat, und vor allem haben sie sie auch sehr, sehr hochwertig umgesetzt, sodass diese Maschine, man muss es hier wirklich klar sagen, absolut fantastisch funktioniert. Aber die Frage, ob sie damit Erfolg haben werden, wird sehr stark von euch Konsumenten und ich glaube auch noch viel mehr von euch professionellen Aufbereitern abhängen, ob ihr euch diese Maschine holt, ob ihr diesen Schritt wagen möchtet, ob ihr für euch sagt, dass diese Maschine hier diese ganzen hier für euch ersetzen kann. Wie gesagt, für mich und aus meiner Sicht wäre das aktuell eher noch ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich, und das ist jetzt auch mein Fazit zu dieser Maschine, einfach hier die Befürchtung, dass in der Geschichte der Poliermaschinen Lake Country als Innovator eingehen wird, aber es wird wahrscheinlich in Zukunft Hersteller geben, die dieses Konzept nehmen, noch zu
zusätzlich verfeinern. Eine leichtere Maschine, eine günstigere Maschine, eine vielseitigere Maschine, wo man noch dazu den Stützteller tauschen kann, anbieten werden. Und die werden dann wahrscheinlich den großen Markt erfolgt haben und leider eben nicht Lake Country, die hier mutig waren und diesen ersten Schritt in diese Richtung gemacht haben. Ich hoffe wirklich aus ganzem Herzen, dass ich mit dieser Vermutung falsch liege und dass Lake Country hier mit dieser Maschine den Erfolg einfährt, den sie sich eigentlich verdient haben. Aber nochmal, sie kann zwar technisch gesehen all diese Maschinen hier ersetzen. Wenn man sich dann aber anfängt, im Detail anzuschauen, was die Maschine kann, was sie eben auch nicht kann, wie diese Maschinen funktionieren und wie die UDOS 51E es tut, dann ist diese Maschine hier das Äquivalent zu sehr schnellen, sehr kräftigen SUVs in der Autowelt. Denn wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Audi RS Q8, einen Lamborghini Urus, einen Bentley Bentayga oder andere Monster in dieser Kategorie anschaue, all diese Autos sind technisch gesehen äußerst beeindruckend. Sie können sehr viel. Sie stellen mittlerweile auch Rundenrekorde auf der Nürburgring-Nordschleife auf. Aber es sind und bleiben am Ende des Tages einfach kompromissbehaftete Dinger, die sehr schwer sind, wo man sehr weit oben sitzt, dadurch aber auch der Schwerpunkt sehr weit oben liegt, was der Fahrdynamik einfach von Natur aus entgegenwirkt. Und egal wie gut, egal wie beeindruckend, egal wie hochwertig sie sind oder gebaut werden, Fakt ist, ein leichterer und ein niedrigerer Kombi wird einfach fahrdynamisch besser sein, er wird weniger verbrauchen, er wird im Stadtverkehr und beim Parkieren praktischer sein, beziehungsweise ein Sportwagen wird, wenn es einfach nur ums sportliche Fahren geht, immer besser sein. Und genauso muss man diese Maschine hier, glaube ich, sehen. Es ist unglaublich beeindruckend, was Lake Country hier gemacht und geleistet hat, aber wenn es ums reine rotative Polieren geht, ist eine spezialisierte Maschine besser. Wenn es ums reine angenehme Arbeiten mit einer Exzenter-Poliermaschine geht, dann sind spezialisierte Exzenter besser. Und wie gesagt, wenn es ums Arbeiten an engen Stellen, an kleinen Karosseriebereichen geht, dann funktioniert diese Maschine hier schlichtweg gar nicht. Und ihr müsstet euch trotz des hohen Preises hier immer noch eine kleine Maschine dazu kaufen. Und deswegen möchte ich jetzt am Ende dieses Videos die Entscheidung eigentlich euch überlassen. Wollt ihr ein schweres, ein unhandliches, ein völlig übermotorisiertes SUV haben, das gut funktioniert? Oder wollt ihr euch auf der anderen Seite lieber spezialisierte Kleinwagen für die Stadt, einen Dragster für Beschleunigungsrennen und einen leichten Sportwagen für die Rennstrecke holen? Und mit diesem Bild, das ich hoffentlich in eurem Kopf erzeugt habe, möchte ich dieses Video auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Servus! We'll be right back.